die Basis des Islam und die Basis der Religion, die Religion von allen Propheten, die Religion von Abraham, die Religion von Jesus, die Religion von Moses, die Religion von Mohammed, dem letzten Gesandten Gottes, ist der Islam. Und der Kern des Islam ist die Einzigkeit Allahs. Dass man die Einzigkeit des einzigen Gottes bestätigt im Leben. Bestätigt nicht nur mit der Zunge, nicht nur äußerlich, nicht nur innerlich, sondern alles zusammen. Du musst diese Religion bestätigen in der Tat, in den Handlungen, äußerlich und innerlich. Und Allah sagt, und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen. Das ist eigentlich der Sinn des Lebens, dass wir Allah allein und einzig anbeten. Und das ist die Einzigkeit Allahs. Die Einzigkeit Allahs ist der Zweck, der Schöpfung. Und die Einzigkeit Allah ist der Sinn des Lebens. Die Einzigkeit Allah ist das Ziel unseres Lebens. Wenn wir die Einzigkeit Allahs, wenn wir die Einzigkeit Gottes bestätigen in unserem Leben, innerlich und äußerlich, dann haben wir keine Probleme. Und wenn wir Probleme haben, dann werden wir Geduld zeigen. Und wir haben immer Rückhalt an Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Lehre im Islam heißt Tawhid. Tawhid, das wird die Einzigkeit, Und wenn wir von Tawhid im Islam sprechen, dann sprechen wir von Tawhid, das wird die Einzigkeit Allahs. Das heißt, Allah ist einzig, in seinen Namen und Attributen. Allah ist einzig in seiner Gottheit und Herrschaft. Allah ist einzig, indem wir ihn allein und einzig anbeten. Und das sind die drei Kategorien des Islam. Und man muss diese Tauhid-Lehre im Leben praktizieren, damit man richtig lebt und damit man richtig macht. Aber wenn man das nicht hat, dann hat man selber verloren und nicht die Religion Gottes. Alle Propheten kamen mit diesem Thema. Und alle Propheten kamen mit dem Thema des Tauhides. Und sie haben zu Tauhid gerufen. Das bedeutet, Moses kam zu seinem Volk. Er hat zu ihnen gesprochen und er hat ihnen gesagt, dient nur dem einzigen Herrn. Jesus kam zu seinem Volk und er hat gesagt, dient nur dem einzigen Herrn. Und Abraham hat zu seinem Volk gesprochen, er sagt, dient nur Allah, dem einzigen Gott. Und nur auch sagte zu seinem Volk, ihr müsst Allah allein und einzig anbeten. Aber was bedeutet eigentlich Anbetung? Heißt Anbetung nur, dass man sagt, ja, ich bin gläubig und Punkt? Nein, die Anbetung ist mehr als das. Die Anbetung ist ein allgemeiner Begriff für alles, was Allah, der einzige Gott, liebt, mag und annimmt von Taten und Handlungen, von Worten und Aussagen, innerlich und äußerlich. Und wir praktizieren das wegen ihm. Und für ihn, weil er die Anbetung gebührt und weil wir ihm danken und weil wir ihn lieben und weil wir ins Paradies kommen möchten, nicht in die Hölle. Es gibt Hölle und Paradies. Und deshalb hat Allah uns erschaffen. Allah hat uns erschaffen, dass wir ihn allein und einzig anbeten. Und das ist der Zweck der Schöpfung, wie Allah sagte. Im Koran und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählte und wie andere Propheten ihre Völker davon berichtet haben. Tauhid besteht aus drei Kategorien. Und zwar erstmal Tauhid, das bedeutet die Einzigkeit Allahs in seiner Gottheit. Ar-Rububiyya heißt das. In seiner Gottheit. Das heißt, Allah ist der einzige Herr und der einzige Schöpfer. Allah ist der Lenker. Allah ist der Versorger. Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles und hört alles. Und das heißt, in anderen Wörtern, dass wir die Einzigkeit Allah in seinen Taten bestätigen. Die Taten, die von ihm an uns gerichtet sind, die wir nichts
machen können. Das heißt, wir können nicht schöpfen und wir können kein Leben geben und wir können niemanden sterben lassen. Das macht nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das macht nur Allah. Und deshalb wir bestätigen, er ist der Herrscher und er ist der Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Wir bestätigen, er ist der Herrscher und er ist der Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Und das ist eigentlich, das ist angeboren, dass alle Menschen bestätigen, dass sie einen einzigen Gott haben. Alle Menschen haben das, alle Geschöpfe haben das und sie erwähnen diesen Gott. Und deshalb, wenn man in Not ist, dann springt man mit diesem Wort, oh Gott, oder Hilfe Gott, wenn man auf dem Meer ist und wenn man im Himmel ist, wenn man fliegt und da hat man Notsituation, dann verlangt man von dem Allstarken, Allgrößten, dann verlangt man Hilfe vom Gott. Und das ist Tawhid al-Rububiyyah, die Einzigkeit Allah in seiner Gottheit und in seiner Herrschaft. Dann haben wir Tawhid al-Asma wa al-Sifat. Das bedeutet die Namen Allahs und seine Attribute, dass Allah einzig ist in seinen Namen und Attribute. Allah hat die schönsten Namen. Er ist der Allhörende, Allsehende, Allliebende, Allgrößte, er ist majestätisch, subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat Attribute, Eigenschaften, die sind vollkommen. Keiner hat diese Attribute außer Allah. Er hat das Wissen und die Barmherzigkeit. Er hat das Gehör und das Sehen. Er hat diese Eigenschaften. Und man darf nicht vergleichen mit Menschen, weil Allah Allah ist und die Menschen sind. Die Menschen haben ihre Eigenschaften und Allah hat seine Eigenschaften. Und wenn ein Wort das gleiche ist, aber die Bedeutung und der Sinn sind nicht gleich, mit Allah dürfen wir keinen vergleichen. Allah ist über uns. Ist über uns, über seinen Thron und er sieht uns und er weiß, was wir tun. Und Allah ist so, wie er immer war, subhanahu wa ta'ala. Er ist nicht in uns und er inkarniert nicht in Menschen und die Menschen inkarnieren nicht in Allah. Allah ist nicht alles und alles ist nicht Allah. Allah ist nicht überall, aber Allah sieht uns überall und Allah weiß, was wir tun. Allah hat die schönsten Namen und die vollkommenen Attribute. Man muss so glauben, dass wir erstmal den Sinn bestätigen von seinen Namen und Attributen. Mit Lobpreisen. Wenn wir nach wie gefragt werden, Allah als Barmherzigkeit hat uns das verborgen, weil wir das nicht begreifen können. Und wenn ein Name oder ein Attribut in einen Text kommt, dann bestätigen wir die allgemeine Bedeutung vom Text oder vom Namen. Und die dritte Art ist, Kategorie von Tawhid, von Einzigkeit Allahs, ist die Einzigkeit Allah in der Anbetung. Und das ist der Sinn der Schöpfung. Das heißt, unsere Taten, unsere Handlungen, unsere Worte, innerlich und äußerlich, die wir an Allah richten, die wir für Allah tun, mit Aufrichtigkeit im Glauben. Das heißt, wenn wir beten, dann beten wir zu Allah. Und wenn wir bitten, dann bitten wir Allah. Wenn wir Hilfe suchen, dann suchen wir bei Allah. Und wenn wir auf jemanden vertrauen, dann vertrauen wir auf Allah. Wir brauchen keinen Vermittler. Und wir brauchen keine Zwischenstufe zwischen uns und Allah. Wir brauchen keine Verstorbene. Und wir brauchen keine Bäume, wir brauchen keine Menschen. Unsere Beziehung zu unserem Schöpfer ist direkte Beziehung. Und das ist die Anbetung. Das ist die Anbetung. Das heißt, dass wir für Allah subhanahu wa ta'ala alles Gute tun. Und was verboten ist, verlassen wir für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir Geduld zeigen, dann beten wir Allah an. Und wenn wir die Muslime lieben, dann praktizieren wir die Anbetung an Allah. Und wenn wir Bittgebet verrichten, dann machen wir die Anbetung und praktizieren wir die Anbetung. Und keiner ist zwischen uns und Allah. Weder Götzen noch Menschen, weder Propheten noch Bäume, weder Steine noch Statue.
Wir haben direkte Beziehung zu Allah. Und das macht uns frei. Das macht uns frei im Leben. Und das macht uns stark in unserem Glauben. Aber wir müssen diesen Glauben nicht nur lesen oder sagen, sondern wir müssen diesen Glauben richtig praktizieren und danach leben. Und wenn wir das machen, wenn wir das verrichten, wenn wir das praktizieren im Leben, dann müssen wir sicher sein, dass unser Leben besser wird und dass wir den Sinn des Lebens endlich erreicht haben. أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة ترفع راية السنة.